Jetzt ist die Eichelsaison bald rum. Da möchten wir mal fix noch ein Video machen, bevor da die letzten Eicheln alle weggetragen werden. So viel Eicheln wie dieses Jahr habe ich noch nie an einem deutschen Eichenbaum gesehen. Die letzten Jahre waren die amerikanischen Spitzeichen immer ganz gut dabei gewesen zu tragen. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran geguckt. Mal gucken, wie die aussehen. Aber die deutschen Stieleichen, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Taubeneier, große Eicheln dran gewesen. Das sind die letzten gesammelten Berge. Die sind jetzt 2 oder 3 Wochen alt. Ach, hier keimen sogar schon der erste. Sieh an. Da wollen schon kleine Bäume draus wachsen. Aber ja, also das sind echt coole Kavenzmänner diesmal gewesen. Wie ich das dieses Jahr mache, das zeige ich euch dann gleich mal. Aber erstmal zu der Tatsache, dass zurzeit wird so ein Kilogramm Eicheln für ungefähr 4 Euro gehandelt. Im Internet auf eBay. Also so für 4,15 Euro oder 4,30 Euro kann man da als Kilo Eicheln kaufen. Und jetzt habe ich mir da sagen lassen, dass irgendwie die Waldämter oder was weiß ich, das Forstamt, ich will hier niemandem zu nahe treten, da irgendwie einen Aufruf gestartet hat, denen Eicheln zu schicken. Die zahlen pro Kilogramm 4 Euro, damit die Wälder wieder aufgebaut werden können, die ja jetzt so ganz stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und dann möchte ich gleich mal ein Video verlinken, was da so schön heißt, hört auf Wälder zu pflanzen oder hört auf Bäume zu pflanzen. Ist ein sehr herausfordernder Titel, aber im Grunde haben sie recht. Ich sage nur, mehr Wald, weniger Forst. Und wenn wir jetzt wieder anfangen sollten, wieder nach alter Menschenmanier in Reih und Glied hier irgendwas hinzuzimmern, also hört mir auf. Also da hat auch Viktor Schauberger schon vor einem halben Jahrhundert ein schönes Buch geschrieben, unsere sinnlose Arbeit. Ich möchte euch nur mal an meinem Garten jetzt verdeutlichen. Ne, jeden Garten muss ich, jedes Jahr mache ich hier einmal praktisch die Wiese platt und da muss ich auch gewisse Bäume rausreißen, die hier nicht wachsen dürfen. Und eines dieser Bäume ist halt die Eiche. Guck, hier steht schon wieder eins. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, da habe ich über, weiß nicht, 20 Eichen in meinem Garten gezählt. Also ich habe hier 600 Quadratmeter und pro Jahr tragen mir die Mäuse hier die Eichen ganz von alleine her. Der nächste Eichenbaum, der ist ungefähr 500 Meter in der Richtung entfernt. Na, also es ist schon eine ganz schöne Strecke, den die Mäuse mit den Eicheln da zurücklegen müssen. Und dann werden die da verteilt, wo die Mäuse denken, dass der Baum am besten wachsen muss. Na, die kann man jetzt natürlich nicht sicherungspflichtig in irgendein Geldgeschäft mit einbeziehen, die Mäuse. Das ist halt blöd irgendwie, ne? Tut mir leid, aber so ist es nun mal in der Natur. Das geht ganz von alleine. Eichenbaum Nummer 2. Eichenbaum Nummer 3, halt, sorry. Das ist Eichenbaum Nummer 4. Das ist Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Da ist Nummer 8. So, bei den 8 Bäumen lasse ich sie jetzt erstmal. Das sind die, die ich auf Anhieb erstmal so gefunden habe. Und das sind bestimmt noch viel mehr hier auf den paar Metern auf den paar Quadratmetern. So, kommen wir mal zum Schälen von den ganzen Dingen. Ich mache das immer so mit einer Heckenschere und dann werden die einfach immer geviertelt. Aufpassen, dass man sich die Finger nicht abschneidet, ne? Und dann kann man das schön leicht herauspulen dann. Und nachdem ich das dann geschält habe, kommt es bei mir sofort in Wasser rein. Das müsste mir jetzt erstmal reichen für ein Brot. Ich habe es gestern Abend hier in dieses Wasser rein und heute seht ihr schon, das Wasser ist schon ein ganz kleines bisschen braun, ne? Aber das geht natürlich noch viel brauner. Und normalerweise würde es jetzt so gemacht werden, dass jetzt der Topf mit Wasser voll gemacht wird und auf den Herd gestellt wird. Ja, dann wird es warm gemacht und dann wird das Wasser immer dunkler. Ja, und das muss man dann so 10 bis 15 Mal machen, diese ganze Prozedur. Jedes Mal wieder frisches Wasser rein, wieder aufhitzen. Und dabei werden die Eicheln richtig grau und weich. Ja, also ich weiß nicht, ob das so optimal ist, aber da ist mir dann
ein Verfahren in den Kopf geschossen, was der Nico entdeckt hat, wo er die Schauberger Schriften durchgelesen hat. Hey, lebt hier was drin? Komm mal her, du gehörst hier nicht rein. So, weg mit dir. Und zwar geht es um das Einsargen von Stoffen. Und Wasser kann Stoffe einsargen, indem es praktisch von einem wärmeren Temperaturzustand in einen kälteren wechselt. Das ist wie beim Tee machen. Ne? Also da schüttet er ja auch kochendes Wasser über euer Zeug aus, was ihr da Tee machen wollt. Und dann geht es ratzfatz. Und das habe ich hier auch mal probiert. Und das geht dreimal besser, als die Eicheln zu kochen. Ich zeige es euch dann gleich nochmal. Die Eicheln bleiben schön fest, sie bleiben schön hell. Und nach ungefähr 5 Durchgängen, nach 5 Mal mit kochendem Wasser überschütten, sind die Bitterstoffe raus. Im Gegensatz zu 15 Mal mit Wasser aufsetzen und die von unten her praktisch warm werden lassen. Machen wir uns mal einen schönen Eicheltee. Uah, ist das heiß. Okay. So, und das lasse ich jetzt einfach mal ziehen. Mal 10 Minuten, 20 Minuten ungefähr. Und dann geht's weiter mit der zweiten Ladung. Ich vermute, dass hier Osmosewasser vielleicht am allerbesten funktioniert oder auch Regenwasser. Also dieses Wasser, was absolut keine Mineralien drin hat, weil das soll ja jetzt praktisch hier aus den Eicheln was rausziehen. Ne? Also könnt mir vorstellen, dass das von Vorteil ist. Aber natürlich geht auch normales Leitungswasser. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Eicheln sind schon fast nicht mehr zu erkennen. Das war der erste Durchgang. Das Wasser wird jetzt abgekippt und dann einfach 4, 5 Mal das Ganze wiederholen und dann müsste es beim 4. oder 5. Mal ziemlich klar sein, die Brühe. Nun hat der Robert Murray-Smith neulich da auch ein Video drüber gemacht, wie er die Tenside aus den Eicheln rausbekommt. Und da hat er ein Video gemacht, dass Tenside die neue Art des Treibstoffs wären. Ja, er ist da rangegangen und hat auf 1 Kilogramm Eicheln 8 Liter Ethanol genommen oder Alkohol und dann nochmal 12 Liter Wasser, hat das ganze Zeugs 3 Stunden lang stehen lassen und dann hat er richtig schön schwarzes Wasser gehabt. Die Eicheln waren dann auch schwarz gewesen, aber er hat gemeint, sie haben sehr süß und lecker geschmeckt. Of course, it's the moment of truth. Time to give it a taste test. It's kind of sweet. Got quite a lot of oil in there. Got a sort of an almost cashew nut taste, but it's a bit more fibrous. That's amazing! That's really nice! Und mit irgendwelchen chemischen Verfahren kann man dann diesen Alkohol wieder zurückgewinnen und aus den Tensiden kann man dann auch irgendwas machen. Ich gucke jetzt mal, wie meine Tomatenpflanzen das hier so vertragen. Die müssten eh mal gegossen werden. Ich gieße es nicht direkt an die Wurzeln. Das ist ja jetzt noch lauwarm, das Wasser. Ich kippe das mal hier mitten rein. Hier so ein bisschen über die alte Apfelsine. Ein bisschen Dünger reinbringen hier. Keine Ahnung, vielleicht geht mir jetzt auch alles ein. Vielleicht bringt es aber auch was. Mal schauen. Okay, so. Und noch einmal das Ganze. So, also wie gesagt, 5 Mal, dann müsste das eigentlich reichen. Und ich mache das dann immer so, ich nehme die Eicheln dann in den Mixer hier und schalte den Mixer auf Intervall und rüttel dann den Mixer immer, ne? Dass praktisch das ganze Feste, was ich hier oben sammle, dann wieder runterfällt und dann kriegt man da eigentlich ziemlich weiches Mousse heraus. Dann kann man ganz normal, ich nehme immer noch normales Dinkelmehl mit dazu, so eine Fertigbrotbackmischung, wo schon Trockenhefe mit drin ist. Dann mache ich dann immer 50-50-Mix, also 50% Eicheln, 50% Dinkelmehl mit der Trockenhefe. Lasst es dann so lang ziehen, wie es ziehen muss und dann kommt es in meinen Brotbackautomaten. Den habe ich mir selbst umgerüstet. EMP-sicher. EMP-sicher und der braucht jetzt auch nur noch 400 Watt.
Und zwar habe ich das so gemacht, indem ich, ja, da geht ja hier, geht ja der Strom rein. Und wenn man in die Stromleitung auf eine Seite eine Diode macht, dann lässt er immer nur eine Halbwelle durch und hat dann praktisch die halbe Leistung. Also wenn ich jetzt hier einen 800 Watt Heizstab drin habe, der hier unten drin ist, dann zieht er nur noch 400 Watt. So. Wird dann trotzdem heiß genug fürs Brot. Ne? Ich kann dann zwar nicht innerhalb von 45 Minuten ein Brot backen, ich muss dann schon immer so auf 80 Minuten stellen. Aber das Eichelbrot, das ist ja sowieso ein bisschen feuchter, das müsste sowieso ein bisschen länger drin sein. Deshalb habe ich mir das so umgerüstet. Ja, also halbe Leistung, aber doppelte Zeit. Somit bin ich dann auch möglich, das an meiner Solaranlage zu betreiben mit zwei 220 Amperestunden Allround-Batterien und einem 100 Watt Solarpanel dran. Dann ist einfach, also ne, hier einfach eine Diode in Reihe in irgendeines dieser zwei Kabel vom Netzstecker, dass wir die halbe Leistung drauf haben. Und dann noch zusätzlich in Reihe dazu einen Temperaturschalter. Hier habe ich mir einen Temperaturschalter geholt, der für 140 Volt ausgelegt ist. Ne, die gibt es in verschiedenen Temperaturklassen. Der hier, der schaltet bei 140 Volt aus und schaltet bei 90 Volt wieder ein. Ihr seht, schon ganz am Anfang hatte ich das hier oben noch nicht gehabt. Da ist es so heiß geworden, dass mir das Plastik hier aufgelöst hat. Jetzt funktioniert das einwandfrei. Kleinen Kühlkörper drauf. Und dann schaltet er praktisch immer ab, wenn hier oben die Temperatur von 140 Grad erreicht ist. Dann hat er ja hier unten mindestens seine 180 Grad, wo der Heizstab ist. Und als Temperatursteuerung gibt es jetzt diese geilen Dinger aus China. Echt cool. Bis 2000 Watt und 10 Ampere schalten sie bei 220 Volt. Stinknormale Eieruhren, ne? Die können da einfach so rumdrehen, hat ein mechanisches Werk hinten drin, kein Mikrocontroller, nichts irgendwie, was durch einen elektromagnetischen Puls kaputt gehen könnte. Und dann läuft das. Ich verfolge auch so ein bisschen die Permakulturgruppe auf Facebook, die gerade ganz viele Follower haben, die sich diesen Herbst auch mal intensiv dem Thema gewidmet haben. Und da habe ich noch andere Anleitungen gehört, die ich auch interessant fand. Da hat jemand geschrieben, dass sie einfach die Eiche in 6 Monate lang liegen lässt. Dann wären die Bitterstoffe auch raus. Die müssen dann aber schon richtig schön dunkel liegen, sonst keimen sie wie bei mir hier. Und eine andere Quelle hat gemeint, dass durchs Rösten die Bitterstoffe auch rausgehen würden. Ne? Die schneidet sie dann immer ganz klein, haut sie aus Backblech in den Backofen rein und röstet die dann. Das würde angeblich auch funktionieren.